Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im März 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorff und ich führe euch durch die Konstellationen des Monats. Bevor wir anfangen, noch der Hinweis: Es gibt auch diesmal wieder eine Verlosung, etwas zu gewinnen bei mir. Wenn ihr mitmachen wollt, bleibt bitte dran bis zum Ende des Videos. Ja, liebe Löwen, es wird ein toller Monat für euch, besonders wenn ihr verreist oder auf einer Fortbildung seid. Dort könnt ihr die Liebe finden. Fest Liierte sind besonders sensibel und zärtlich gegenüber ihren Liebsten. Ja, schauen wir jetzt erstmal die langfristigen Aspekte für euch, den Erlebnishintergrund. Ihr habt ja die beiden Aufregeplaneten, die im Moment für dieses Knistern sorgen, günstig zur Löwesonne stehen. Hier einmal Glücksplanet Jupiter, der steht super zu euch. Und hier oben der Uranus auch. Beide bilden gute Aspekte zur Löwesonne. Hier ist alles blau, also bei euch ist, was die Aspekte auf die Sonne angeht, alles Paletti. Und von daher profitiert ihr eher davon, was da am Himmel so los ist. Etwas heikel könnte sein, hier diese Spannung, die sich hier zeigt, euer Berufs- und Alltagsleben auf der Arbeit, das könnte euch sehr fordern, aber wir wollen uns ja hier heute über die Liebe unterhalten. Und diese sehr, sehr prickelnden Aspekte, die so in Richtung Reisen und Fortbildung, neues Lernen und Austausch gehen, also wo ihr dann überall jemand kennenlernen könnt und wo ihr einen guten Auftritt haben könnt. Die betreffen in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 10. und 18. August Geburtstag haben. Die spüren dieses Prickeln und haben beste Flirtmöglichkeiten und würden sich aber auch als Festliierte gut amüsieren, weil sie einfach viele nette Leute kennenlernen und oft im Mittelpunkt stehen. Und das mögt ihr ja. Dann habt ihr auch Saturn als Stabilitätsplanet, auch schön zur Löwesonne stehen, hier aus dem Schützen heraus, aus eurem fünften Haus. Das ist hier eine besondere Manifestationskraft für alle Löwen, die kreativ sind. Ja, also mit Saturn ist das zwar auch manchmal vielleicht ein bisschen mühsam, aber was ihr dann herstellt, ja, also was man dann wirklich greifen kann als Ergebnisse eurer kreativen Bemühungen, das kann sich sehen lassen und hat lange Bestand. Und eventuell, wenn ihr mit sowas arbeitet, würdet ihr damit dann eben auch einen guten Umsatz machen. Und dieser Aspekt, den spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder vom 17. bis 22. August. Ja, und für die erste Dekade macht sich eventuell hier das Trigon von Lilith bemerkbar. Lilith steht jetzt in einem förderlichen Aspekt für die Löwen. Das bedeutet, diese Kraft von Lilith, kreativ zu sein und sich kratzbürstig durchzusetzen und kompromisslos die eigene innere Göttin zu leben, die könnt ihr eben sehr kreativ einfließen lassen. Das ist also auch gut für alle Löwegeborenen, die kreativ sind, kann sich aber auch in einer ganz tollen und faszinierenden Affäre äußern. Und das spüren besonders die Geborenen vom 23. bis 30. Juli. Schauen wir jetzt in die aktuellen Konstellationen. Dazu gehen wir zurück auf den letzten Neumond vom 26. Februar. Und der spielt sich bei euch auf der Werteachse ab, und zwar im Bereich der gemeinsamen Werte und auch der eurer Ehe, feste Partnerschaft. Also hier Neumond, weil es ja Neumond ist, könnt ihr vielleicht überlegen, was ihr da gemeinsam Neues gestalten wollt in diesem Monat. Und es ist eben auch angezeigt, dass ihr besonders sensibel und feinfühlig seid mit eurem Herzallerliebsten. Der freut sich da natürlich auch drüber und dass ihr auch bereit seid zuzuhören und auch anschmiegsam seid, also die reinsten Schmusekatzen. Und insofern kann es da durchaus sein, dass ihr auch nachgebt und eben auch für euren festen Partner dessen Wünsche auch gerne erfüllt. Also ihr könnt ja mal drüber nachdenken mit dem Neumond, ne? Was ihr vielleicht für euren Schatz für Wünsche erfüllen wollt oder was ihr euch gemeinsam erarbeiten wollt oder auch anschaffen wollt. Genau. Und dann, das ist also der Neumond, ne? Der gibt das Thema vor. Steht ein bisschen in Spannung zur Lilith, also Vorsicht für alle Festliierten, die vielleicht irgendwie mit einer Affäre liebäugeln. Das könnte ein bisschen schwierig sein, vor allen Dingen, wenn es eine Frau ist. Also mit Lilith lassen sich so Affären auch nicht so einfach so geheim halten, weil die Partner dann auch nicht mitspielen. Ne? Wenn Lilith im Spiel ist, hat man mit Leuten zu tun, die unberechenbar sind und die nicht aus Bequemlichkeitsgründen oder weil es eben für den Partner oder euch in dem Fall bequem ist, den Mund halten. Und deswegen, ne, wenn ihr in einer festen Beziehung seid, seid da ein bisschen vorsichtig. Genau. Jetzt zum Start in den Monat. Haben wir die, oh, falsche Richtung, Entschuldigung.
Hier, 1. März. Haben wir also die Liebesplaneten Venus und Mars bombig für euch Löwen stehen. Sehr reizvoll, sehr prickelnd, in einem tollen Aspekt zur Löwesonne. Also optimal seid ihr da versorgt mit Liebesenergie. Dann kommt der Uranus dazu, also ist auch so ein gewisser Überraschungsmoment dabei. Und ich weiß, dass Löwen es schätzen, wenn sie auch mal überrascht werden oder wenn sie eben auch mal vor eine Herausforderung gestellt werden. Das dürfte sich für euch ergeben. Bei neuen Flirts ist das natürlich besonders schön. Und eben vom Bereich her, wo sich das abspielt, vielleicht, wenn ihr euch fortbildet, wenn ihr verreist, wenn ihr unterwegs seid oder überhaupt alles, was ihr unternehmt, um euren Horizont zu erweitern, würde euch auch der Liebe näher bringen, wenn ihr Single seid. Genau, dann haben wir als weitere wichtige Konstellation dann schon die Rückläufigkeit der Venus am 4. Und das ist gleichzeitig auch ein Top-Tag für euch. Da wird die Venus rückläufig. Und der Mond steht günstig für euch hier in den Zwillingen am 4. und 5. Und je nachdem, was da eben für euch passiert, könnt ihr das vielleicht genießen. Das ist ja auch Freitag und Samstag. Also da solltet ihr euch sichtbar machen, wenn ihr Single seid und euch in die Begegnung stürzen. Das ist dann eine sehr prickelnde Konstellation. Genau. Die Venus wird ja dann rückläufig auf 13 Grad Widder, also im harmonischen Aspekt zu euch. Und als erstes spüren das die Geborenen in der 2. Dekade bis Mitte des Monats und dann bis zum 31. März der 1. Dekade. Es kann zum Beispiel hier auch sein, dass vielleicht eine Urlaubsliebe wieder auftaucht. Ja, jemand, wo ihr dachtet, das wird nichts, aber dann meldet derjenige sich wieder. Oder dass ihr jemanden aus einem fremden Kulturkreis kennenlernt. Das ist damit sehr gut möglich. Oder vielleicht auch jemand, den ihr auf irgendeiner Fortbildung kennengelernt habt und schon, wo ihr schon wieder dachtet, das war nichts. Also denn die Venus, wenn sie rückläufig ist, bringt eben oft auch Verflossene wieder zurück ins Leben. Aber hat auch genauso viel Erneuerungspower, weil es ja auch im Widder ist. Ne? Kann also auch sehr gut sein, dass jemand Neues kennenlernt. Genau. Das ist also eine sehr wichtige Konstellation für euch. Dann geht es weiter mit einem Top-Tag am 9. März. Da haben wir den Mond im Löwen in eurem eigenen Zeichen. Und viele sagen zwar, dass wenn der Mond im eigenen Zeichen steht, dass einen das irgendwie launisch macht. Aber ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es durchaus ganz positiv wirken kann. Könnt ihr mir ja mal berichten, wie es für euch ist. Aber es steht halt schön für euch, weil es einfach hier nochmal diese Power von den Liebesplaneten zu euch ins Zeichen holt, der Mond. Der überträgt dann die Energie direkt auf euch. Ich denke mal, das ist schon ein super Tag, der Donnerstag. Genau, und dann gibt es einen Energiewechsel am 10., wenn der Mars das Zeichen wechselt. Das ist jetzt für euch sehr wichtig, weil er dann in Spannung zur Löwesonne geht im Stier. Ne? Da kommt also dann eine Zeit auf euch zu, wo ihr euch vielleicht beruflich, karrieremäßig sehr stark engagiert, aber vielleicht auch ein bisschen reizbar seid. Da können so Sachen passieren, dass man vor lauter Engagement mit dem Chef aneinander gerät oder dass man sich so heftig einsetzt, dass man vielleicht die Kollegen vor den Kopf stößt. Das wäre nämlich dann hier der Pluto in eurem 6. Haus. Also da könnt ihr zwar viel erreichen, aber passt trotzdem ein bisschen auf, dass ihr da nicht zu brachial vorgeht, ne? Sondern schon also mit dieser Kraft, die ihr ja auch habt als Löwe, aber trotzdem ruhig und besonnen, ne, würde ich empfehlen. Es kann auch anzeigen, dass es vielleicht Machtkämpfe gibt, aber zunächst mal steht der Mars ja recht gut, gerade noch zum Anfang der Zeit und dann im Laufe des Monats bildet er einen guten Aspekt hier zum Mondknoten. Es kann also auch sein, dass ihr wirklich wichtige Leute trefft, die euch weiterhelfen, auch finanziell weiterhelfen. Also schlecht ist das nicht, ne? Nur es bildet halt einen reizbaren Aspekt zu eurer Sonne. Und das merken bis zum 24. März erstmal die Löwen der 1. Dekade, also Löwesonne, und bis zum 31. dann bis Mitte der 2. Dekade und im April geht der Aspekt dann noch weiter. Genau, das werde ich euch dann nochmal im April sagen. So, dann hatte ich hier schon zu weit vorgespult. Wir waren nämlich jetzt am 12., das ist der Vollmond. Ja, und der könnte für euch dann vielleicht schon mal dieses Thema, was wollen wir gemeinsam machen, wer bringt was ein, wer schenkt wem was, das könnte dieser Vollmond nochmal beleuchten für euch. Hier in der Jungfrau, in eurem Geldhaus, auch ganz vernünftig, ist vielleicht eine gute Phase, um sich darüber klar zu werden. Des Weiteren könnte es sein, dass es bei euch ein bisschen Querelen im Job gibt, aber dann könnt ihr vielleicht auch Unterstützung vom Partner bekommen. Das könnte ja auch ein Thema sein. Ne? Vielleicht seid ihr ja jetzt auch mal diejenigen, die den Partner um was bitten müssen.
Denn da scheint auch eine gute Energie vom Partner herzukommen. Genau. Dann am 13. geht der Merkur in den Widder und damit auch in einen guten Aspekt zur Löwesonne. Also gut zum Pläne machen, sich austauschen, auch wieder sich weiterbilden. Das sind da alles gute Gelegenheiten, immer mit, verbunden mit prickelnden Flirtchancen. Das ist ganz wunderbar. Und dann haben wir am 18. und 19. schöne Top-Tage für euch. Samstag und Sonntag ist ein Wochenende. Da geht der Mond durch den Schützen und damit auch wieder im guten Aspekt zur Löwesonne und in einem guten Aspekt hier zu den Liebesplaneten. Also das bringt dann auch wieder eine gute Energie für euch hinein und aktiviert außerdem die Lilith. Also das ist auch nochmal eine Zeit, vielleicht um eine Affäre oder Romanze anzufangen. Aber wie gesagt, mit jemandem, der vielleicht ein bisschen unberechenbar ist. Und deswegen ist das besser, wenn ihr frei seid und nicht gebunden und dadurch auch niemanden auf den Schlips treten könnt. Mit Lilith hat man eben gerne auch so etwas kompliziertere Affären am Laufen, die natürlich auch sehr faszinierend sind. Manchmal sind es auch einfach Menschen, die man, wo man vielleicht denkt, oh, mit so einem Menschen würde ich nicht verheiratet sein wollen, aber es ist halt unglaublich prickelnd, eine Affäre zu erleben. Man müsste natürlich dann auch den anderen Menschen fragen, ob der damit einverstanden ist. Ja, aber es steht eben doch in Harmonie zu eurer Sonne. Genau. Dann haben wir ja auch genau diese schöne Verbindung von Sonne und Venus auch dann an dem Tag, also auch wieder Liebesgeflüster. Auch steht auch gut für euch, für einen Austausch, vielleicht auch für eine Internetbekanntschaft. Es würde auch unter guten Sternen stehen. Und am 20. kommt ja dann noch die Sonne dazu. Die geht ja dann in den Widder, Frühlingsanfang. Und damit auch in den guten Aspekt zur Löwesonne. Da habt ihr dann die nächsten 4 Wochen, solange sie im Widder steht, einen schönen Vitalitätsschub und Schwung. Und es bringt auch Schwung, um Pläne zu machen, wenn ihr jemand habt, ne, dass ihr dann vielleicht da mal über eure Zukunft nachdenkt und über euren gemeinsamen Weg. Dafür ist es auch eine sehr gute Phase. Dann kommt die kritische Phase, die ja vom 24. bis 30. geht, mit mehreren harten, schwierigen Aspekten. Und die betrifft euch jetzt nicht so direkt auf eure Sonne, kann aber eventuell eben Entwicklungen an eurem Arbeitsplatz betreffen. Ne? Also da könnte es Krisen geben, aber von euch aus vielleicht auch sehr gute Ideen hier, gute Ideen, Jupiter im guten Aspekt im dritten Haus, gute Ideen hier mit Uranus. Also vielleicht kommt ihr dann auch mit selber mit was um die Ecke, um das Problem zu lösen. Vielleicht ist es auch wirklich eine technische Neuerung, die man dann mal vornehmen muss, um die Abläufe zu verbessern. Also da könnt ihr einiges erreichen, auch wenn es vielleicht eine ziemliche Spannung ist. Aber die steht zu eurer Sonne eben nicht so negativ. Genau. Dann haben wir den Neumond am 28. Der steht auch wieder super für euch, weil der sich nämlich dann auch wieder hier im super Aspekt zur Löwesonne abspielt und dann für die nächsten 4 Wochen nochmal dieses Thema vorgibt: Reisen, Fortbildung, Liebe, dass ihr den Horizont erweitert, dass ihr euch frei macht, dass ihr auch tolerant auch seid, vielleicht auch auf Menschen aus anderen Kulturkreisen zugeht. Denn da könnte überall sich für euch die Liebe drin verbergen. Und da könnt ihr sie dann finden. Natürlich ist das auch für Löwen in fester Partnerschaft eine schöne Zeit, um eben Pläne zu machen. Neumond im 9. Haus ist immer super, um Pläne zu machen. Die Sonne ist der Weg, der Lebensweg, der Persönlichkeit. Und wenn ihr ein festes Paar seid, ist das hier sozusagen euer gemeinsamer Weg, ne? Dass ihr dann vielleicht in den nächsten 4 Wochen euch vornehmt, darüber mal verstärkt nachzudenken. Okay, und am 31. ist auch noch interessant für euch, wechselt ja der Merkur dann in den Stier, damit auch in euer Karrierehaus und auch in Spannung zu eurer Sonne. Also da könnt es auch noch mal hoch hergehen bei Gesprächen, ist aber trotzdem auch eine gute Phase für Karrierepläne, für wichtige Gespräche, Präsentationen und solche Sachen. Ne, da könnt ihr euch im guten Licht darstellen, weil ja auch die Venus da noch sehr gut soll und die Sonne hier gut zur Löwesonne steht. Wie es dann im April weitergeht, erfahrt ihr dann natürlich in der nächsten kosmischen Schwingung und im Löwe-Horoskop für den April. Das war es jetzt erstmal für den März. Wenn ihr weitere Fragen habt rund um euer Geburtshoroskop, dann bin ich natürlich für euch da mit Beratungen und Workshops. Mehr dazu erfahrt ihr auf meiner Webseite. Ich habe auch eine Hotline eingerichtet für Leute, die nur mal ganz kurz eine Frage stellen wollen. Wenn ihr da mal anrufen wollt, einfach mein Kundentelefon zum Festnetztarif wählen und mit mir dann einen kurzfristigen Termin vereinbaren. Und dann gebe ich euch die Hotline-Nummer, damit auch sichergestellt ist, dass ihr mich erreicht. Denn diese Hotline ist keine Hotline mit irgendeinem Callcenter, sondern da erreicht ihr nur mich.
Und wenn da keiner dran geht, dann bin ich eben nicht da. Genau. Außerdem gibt es noch den Liebesworkshop, mein Webinar am 11. und 12. März. Da machen wir Partnerschaftsastrologie, Synastrie und Kombinendeutung, und Fortgeschrittene sind herzlich eingeladen, noch einzusteigen. Infos dazu werden jetzt auch hier eingeblendet oder eben über meine Webseite. Und die findet ihr unter www.antonialangsdorf.com. Und vielleicht gewinnt ihr aber auch in der Verlosung schon eine Beratung, denn ich mache diesmal wieder eine Verlosung, 15 Minuten Beratung, gern auch mit einem Partnerhoroskop dabei. Und alle diejenigen, die meinen Kanal abonnieren und mir eine schöne, nette, konstruktive und interessante Nachricht hinterlassen, sind bei der Verlosung dabei. Und der Gewinner wird dann im April in der kosmischen Schwingung bekannt gegeben. Ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr Löwen da auch mitmachen würdet. Weitere Links und Hinweise findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch alles Gute mit den Sternen zu wünschen.